Jugend erwacht. Erhebe dich jetzt, die grausame Zeit hat ein End. Und die Sonne schickt wieder die Strahlen hernieder vom blauen Himmel gezählt. Die Lerche schickt frohe Lieder ins Tal, das Bächlein ermuntert uns all. Und der Bauer bestellt wieder Acker und Feld, bald blüht es all überall. Bau auf, bau auf, bau auf, bau auf, freie deutsche Jugend, bau auf. Für eine bessere Zukunft richten wir die Heimat auf. Bau auf, bau auf, bau auf, bau auf, freie deutsche Jugend, bau auf. Für eine bessere Zukunft richten wir die Heimat auf. All überall der Hammer erzündet, die Berge nach an zu uns spricht. Deutsche Jugend, pack an, bricht ihr selber die Bahn für Frieden, Freiheit und Recht. Kein Zwang und kein Drill, der eigene Will erfülle dein Leben fortan. Blicke frei in das Licht, das dir niemand zerbricht. Deutsche Jugend, steh deinem Mann. Bau auf, bau auf, bau auf, bau auf, freie deutsche Jugend, bau auf. Für eine bessere Zukunft richten wir die Heimat auf. Bau auf, bau auf, bau auf, bau auf, freie deutsche Jugend, bau auf. Für eine bessere Zukunft richten wir die Heimat auf. Ich war gern in der FDJ, muss ich sagen, aus einer Unterbetätigung in der FDJ, dass man nämlich in Seminargruppen, unter jungen Leuten im Institut auch Dinge unternommen hat, die mit dem System und seiner Ideologie eigentlich wenig zu tun hatten. Das will ich zugeben. Aber ansonsten war es auch 70% Opportunismus natürlich. Also von der Stasi noch krasser belagert, ein enger Weggefährte Biermanns. Den populären sozialistischen Dissidenten Robert Havemann fotografiert das MFS in jeder Lebenslage. Sogar beim Gang aufs Standesamt ist die Stasi als Voyeur dabei. Darüber hinaus werden private Fotos und Filme der Familie vom MFS gestohlen. So erleben die Havemanns eine Überwachung total, mit Beschattern rund um die Uhr. In einer Art Dauerbelagerungszustand. Abgelichtet werden auf diese Weise alle Besucher oder Spaziergänger, die dem Haus zu nahe kommen, preußisch penibel mit Zeitangaben versehen. Über jede Kontaktperson wird eine eigene Akte angelegt. Dazu werden doppelte Passbilder aus den Meldestellen benutzt. In einem der Umschläge steckt sogar ein Foto Angela Merkels. Sie gab aber ihr Recht am Bild nicht frei, deshalb die Verfremdung. Die Überwachung Havemanns dauert über seinen Tod hinaus, nicht nur bis zu seiner Beerdigung.